Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich so sehr, dass du hier bist und wir jetzt hier ein bisschen Zeit miteinander verbringen können. Denn heute in dieser Folge habe ich für dich die kraftvollsten 101 Affirmationen aufgenommen, um dich mit deinem höchsten Ich Bin und deiner Schöpferkraft zu verbinden. Und wie du wahrscheinlich weißt, sind Ich Bin die beiden kraftvollsten Worte, die wir nutzen können. Denn alles, was nach Ich Bin folgt, erschafft unsere Realität. Wenn du ein kraftvolles Ich Bin hast, wie ich bin die Schöpfer oder der Schöpfer meiner Realität oder ich bin gut, so wie ich bin oder ich bin intelligent, ich bin Liebe, ich bin Spirit, ich bin erfüllt, ich bin dankbar, dann hast du in dir eine vollkommen andere innere Welt, als wenn du ein Ich Bin hast, was dich schwächt, ein Ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht richtig, wie ich bin oder ich bin nicht geliebt oder ich bin nicht klug genug oder nicht schön genug oder was auch immer nicht genug. Und je nachdem, welches Ich Bin wir haben, damit erschaffen wir unsere Realität. Unsere innere Welt erschafft immer unsere äußere Welt. Und auf Grundlage von unserem Ich Bin denken wir bestimmte Gedanken, fühlen wir bestimmte Gefühle, treffen wir bestimmte Entscheidungen, machen bestimmte Erfahrungen, die uns wiederum in unserem Ich Bin bestätigen. Und das ist wie so ein innerer Kreislauf, den wir selber immer durchlaufen. Und meistens ist das ein sehr unbewusster Prozess, der in uns abläuft. Und was ich gerne möchte mit diesen 101 Affirmationen, die ich dir hier aufgenommen habe, dich dazu einladen, dein Unterbewusstsein zu beginnen, positiv umzuprogrammieren und nach positive Ich Bins in dir ja einzupflanzen, wie so kleine Samen der Positivität und des positiven Selbstbildes, wo dann ganz kraftvolle, powervolle Blumen in dir wachsen können und ja, du wirklich diese innere Welt dann auch nach außen bringen kannst. Und was du wahrscheinlich auch schon mal gedacht hast oder gehört hast, ist, Affirmationen alleine bringen doch gar nichts. Und es stimmt, Affirmationen alleine bringen auch gar nichts. Was aber was bringt, ist, dass du anfängst, zum einen positive Gedanken zu denken und was das Ganze dann wirklich bestärkt, ist, wenn du anfängst, diese Sätze auch wirklich zu fühlen. Es sind tatsächlich die Gefühle in Verbindung mit dieser Affirmation, die eine Veränderung bringen. Deswegen lade ich dich ganz, ganz, ganz herzlich ein, wenn du diese Affirmation hörst und sprichst, dass du dir erlaubst, sie zu fühlen. Ich werde nach jeder Affirmation eine Pause machen und da kannst du die Affirmation für dich selber wiederholen und reinfühlen, wie sich das anfühlt, diese Affirmation, diese positive Selbstbestätigung wirklich zu fühlen. Bedeutet, stell dir vor, wie es sich anfühlt, wenn du genau diesen Satz wirklich lebst und glaubst. Das ist das, was dann letztlich die Magie davon entfaltet, dass du deinen Körper trainierst, dass du dein Unterbewusstsein trainierst, neue kraftvolle Ich-Bins in dir zu realisieren und zu leben und zu fühlen, wenn ich diesen Satz glaube, was fange ich dann an zu fühlen? Welche Entscheidung kann ich dadurch treffen und welche Erfahrung kann ich dadurch machen, die dich dann wiederum in diesem neuen Ich Bin bestätigen? Und bevor es losgeht, möchte ich dir noch etwas mit auf den Weg geben. Und zwar, ich werde kommende Woche vom 19. August bis 23. August auf Facebook in einer bestimmten Gruppe 5 Tage lang jeden Abend um 19 Uhr ein Live-Coaching geben. Das heißt, falls du dir schon mal gedacht hast, ich würde mich gerne mal von Laura live coachen lassen, ist jetzt deine Chance. Und zwar kannst du dich dazu anmelden, ist komplett kostenlos. Meldest du dich an, den Link dazu findest du in den Shownotes oder unter www.lauraseiler.com/IM kannst du dich anmelden und du bekommst dann per E-Mail den Link zu der Facebook-Gruppe, wo das Live-Coaching stattfindet. 5 Tage lang, jeden Tag, 19. August bis 23. August um 19 Uhr mit mir Live-Coaching, um wirklich dein kraftvollstes Ich Bin zu entwickeln und wo wir genau diesen Kreislauf gemeinsam durchgehen werden, um eine kraftvolle Vision für dein Leben zu entwickeln. Und ich würde mich unglaublich freuen, wenn du dabei bist. Wie gesagt, es ist kostenlos.
www.lauraseiler.com/im kannst du dich einfach anmelden, du bekommst den Link und was du zusätzlich noch bekommst, ist eine Meditation, die ich aufgenommen habe, um dich auch hier mit deinem höchsten Ich Bin zu verbinden. Und nutz diese Meditation bitte unbedingt, sie ist so kraftvoll, so schön, so powerful und ich freue mich einfach, ja, wenn du sie machst und ich habe so unglaubliches Feedback bekommen zu dieser Meditation. Mir schreiben jeden Tag Menschen, die sie gerade machen, wie kraftvoll sie ist und was sich dadurch jetzt schon bei ihnen verändert hat. Also hol dir die Meditation, komm in mein Live-Coaching nächste Woche, 19. bis 23. August, kostenlos auf Facebook. Kannst du einfach dabei sein. Es wird wunderschön mit so vielen Menschen und teile das natürlich auch unglaublich gerne mit allen Menschen, die du kennst. Wir können da gerne alle zusammen was draus machen und ich würde mich einfach riesig freuen, wenn du dabei bist. Und jetzt geht es los mit deinen 101 Affirmationen und ich wünsche dir einfach eine ja, wunderschöne Erfahrung mit diesen Affirmationen. Mach sie am besten, wenn du irgendwo in Stille sitzen kannst, wenn du aufstehst, kurz nach dem Aufstehen oder bei deiner Abendroutine, Morgenroutine oder du kannst sie einfach machen bei der Arbeit, wenn du mal eine Pause brauchst und einen Booster, kannst du sie natürlich auch machen. Und am hilfreichsten ist es, wenn du dabei die Augen zumachst und wie gesagt wirklich in das Gefühl reingehst, diese Affirmation zu fühlen und sie ja zu leben, mit jeder Zelle deines Körpers zu leben und da rein zu fühlen. Und ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Freude damit. Los geht's mit deinen 101 Affirmationen. Finde für die Affirmation einen bequemen Sitz. Leg deine Hände gerne mit den Handflächen nach oben, entweder in deinen Schoß ab oder auf deinen Oberschenkeln. Und wenn du dann soweit bist, dann schließe hier deine Augen, atme tief durch die Nase ein, durch den Mund aus und komme hier bei dir an. Und ich werde jetzt die 101 Affirmationen für dich sprechen. Und wiederhole die Affirmation für dich und erlaube dir, in dieses Gefühl reinzugehen. Und wenn du das Gefühl hast, dass du die Affirmation gerade noch nicht wirklich fühlen kannst, dann mach einfach Folgendes und wiederhole für dich, bevor du die Affirmation sprichst, mit jedem Sonnenaufgang. Und dann wiederholst du die Affirmation, angepasst quasi an diesen Satz, mit jedem Sonnenaufgang werde ich mehr und mehr zu mir selbst. Mit jedem Sonnenaufgang glaube ich mehr daran, dass ich richtig bin, so wie ich bin. Ja, dass du einfach diesen Satz mit jedem Sonnenaufgang, mit jedem neuen Tag, dass du es wie so Schritt für dich machst. Da kannst du jetzt aber für dich selber einfach gucken, was sich für dich richtig anfühlt. Oder du sprichst sie mir einfach genauso nach. Du kannst sie entweder leise in deinem Kopf für dich nachsprechen oder laut, was sich für dich richtig anfühlt. Und das Wichtigste ist, dass du wirklich hier reinfühlst. Los geht's hier mit den 101 Affirmationen. Lass sie in dein Herz fließen und fühle dich da hinein. Ich bin richtig. So wie ich bin. Ich bin geliebt. Ich bin bereit, mich selbst zu finden. Ich bin mit der Stimme meines Herzens verbunden. Ich bin authentisch. Ich bin heute einfach ich. Ich bin Frieden. Ich lebe mein Leben mit Leichtigkeit. Ich bin ein Glücksmagnet und ziehe das Glück an. Ich bin Liebe.
Ich bin brillant. Ich bin erfüllt. Ich bin der Schöpfer meines Lebens. Ich vertraue in meine Stärke und sorge für mich. Ich gehe meinen Weg. Ich bin ein strahlendes Wunder. Ich bleibe in meinem Licht. Ich wähle Lebensfreude. Ich wähle Liebe. Ich vertraue und entspanne. Ich bin grenzenloses Bewusstsein. Ich kann alles erschaffen, was ich mir vorstelle. Mein Licht weist mir den Weg. Ich ruhe in mir selbst und genieße mein Leben. Ich schenke der Welt mein Licht. Mein Leben darf leicht sein. In mir ist eine unendliche, liebevolle und göttliche Kraft. Ich ruhe in der Mitte meines wahren Wesens. Ich bin ein Geschenk für die Welt. Wenn ich strahle, strahlt auch alles um mich herum. Weil ich mich liebe, achte ich auf mich. Ich bin Fülle und erlebe Fülle überall dort, wo ich bin. Ich erschaffe meine Gefühle und ich wähle Liebe. Ich bin Liebe, ich gebe Liebe und ich werde geliebt. Ich vertraue. Die Welt lacht mich an. Ich liebe mich so, wie ich bin. Ich fühle mich glücklich und gesund. Ich erreiche meine Ziele mit Leichtigkeit und Lebensfreude. Ich bin so stolz auf mich. Ich vertraue mir.
Ich vertraue, dass alles zur richtigen Zeit kommen wird. Ich vertraue meinen Fähigkeiten. Ich wähle inneren Frieden und Dankbarkeit. Ich öffne der Welt mein Herz. Ich bin achtsam. Ich bin liebevoll zu mir selbst. Alles ist bereits in mir. Dieser Moment ist vollkommen. Herausforderungen in meinem Leben sind für mich eine Chance für Wachstum. Ich vergebe mir und anderen leicht, weil ich weiß, dass es mich befreit. Ich bin geduldig mit mir und mit anderen. Ich bin wertvoll. Ich mache die Welt ein Stück besser. Ich realisiere meine Träume. Mir steht eine unbegrenzte Kreativität zur Verfügung. Ich bin voller Ideen und Lösungen. Ich bin authentisch anstatt perfekt. Ich lebe meine Wahrheit. Ich bin gut, so wie ich bin. Ich nehme mir gerne Zeit für mich. Ich treffe gerne kraftvolle Entscheidungen. Ich höre auf meine innere Weisheit. Ich vertraue in meine Fähigkeiten. Ich bin bei mir. Ich bin mutig und voller Vertrauen. Ich beschenke Menschen gerne mit meiner Anerkennung. Ich gehe mit Leichtigkeit meinen Weg. Ich vertraue darauf, dass alles in meinem Leben für mich passiert. Ich nehme gerne die Liebe an, die mir begegnet. Ich genieße diesen Tag. Dankbarkeit durchströmt mich.
alles, was ich brauche, ist bereits in mir. Ich lebe mein Leben bewusst. Ich verliebe mich in mein Leben. Positive Energie umgibt mich zu jeder Zeit. Ich strahle von innen heraus. Mein Vertrauen schafft Frieden. Ich lasse jetzt los, was ich nicht ändern kann. Ich habe einen Platz in dieser Welt und ich bin willkommen. Ich bin ganz entspannt und genieße. Ich bin verbunden mit der universellen Energie. Ich vertraue der göttlichen Führung in mir. Ich lasse los und schaffe Raum für Neues. Ich bin, was ich wähle zu sein. Erfolg, Erfüllung und Liebe empfangen mich mit offenen Armen. Geld und Reichtum fließt mir mit Leichtigkeit zu. Gesundheit ist mein natürlicher Zustand. Ich bin grenzenlos. Ich lasse jetzt alles los, was mich noch beschwert. Ich bin immer beschützt. Meine Zukunft ist voller Wunder. Ich höre auf die Botschaften meines Herzens. Das Leben bietet mir so viele Gelegenheiten zu wachsen und ich nehme sie dankbar an. Ich erkenne, dass ich der Ursprung meines Glückes bin. Ich erschaffe mir die besten Bedingungen in meinem Leben. Ich schwinge auf der Frequenz von Liebe und Freude. Ich manifestiere mit Leichtigkeit alles, was ich mir erträume. Ich verehre das Göttliche, das in mir ist. Ich mache einen Unterschied auf dieser Welt. Ich lebe jetzt.
Und dann nimm hier nochmal einen tiefen Atemzug, atme tief ein und aus, spüre dich hier und verbinde dich mit dieser Kraft in dir. Und nutze diese Affirmation jetzt am besten jeden Tag, um dich immer wieder mit deinem höchsten Selbst und deinem höchsten Ich Bin zu verbinden. Atme hier noch einmal tief ein, tief aus. Und wenn du soweit bist, dann öffne deine Augen und komm zurück ins Hier und Jetzt. Und ich hoffe sehr, dass dich diese Affirmationen empowert haben, dass du dich jetzt in deiner Kraft fühlst. Und wie gesagt, nächste Woche vom 19. August bis 23. August gibt es von mir ein kostenloses Live-Coaching auf Facebook. Den Link und den Zugang bekommst du über www.lauraseiler.com/IM oder einfach hier in den Shownotes schauen. Da ist der Link natürlich auch dabei. Und ich schicke dir jetzt eine riesengroße Herzensumarmung. Ich fühle mich tief verbunden mit dir. Ich hoffe, es geht dir gut. Und wie immer freue ich mich natürlich riesig, wenn du bei mir auf Instagram vorbeischaust, @lauramarlinaseiler, und mir deine Gedanken dalässt zu dieser Podcast-Folge von heute. Und lass es dir jetzt einfach gut gehen. Lass diese Energie durch dich hindurchströmen. Und ich schicke dir eine große Umarmung von Herzen. Rock on und Namaste, deine Laura.